Nicht nur in dieser Filmszene hat sie allen Grund zur Freude. Denn Michelle Bartl ist auf einem sehr guten Weg, in der nationalen Filmbranche Fuß zu fassen. Das gerade mal 20-jährige Nachwuchstalent aus Nottuln sicherte sich im Kinofilm Spieltrieb die Hauptrolle. Jetzt feierte der Film Premiere. Und das ausgerechnet im Cineplex Münster. Für mich ist es was ganz Besonderes, hier zu sein, weil ganz viele Menschen, die ich sehr liebe und aus meiner Vergangenheit sozusagen kommen, heute hier sein werden. Und es ist für mich eine Möglichkeit, auch mal Danke zu sagen, weil man kann eigentlich nur so einen Film machen oder hat so viel Mut, einen Film zu machen, wenn man eben diese Unterstützung von zu Hause erfährt und weiß, okay, egal was mir passiert, ich komme nach Hause und dann ist alles gut und alles normal. Das neue Zuhause ist allerdings inzwischen Berlin. Nach dem Abitur letztes Jahr in Münster wollen schließlich die Bretter, die die Welt bedeuten, erklommen werden. Und die Zeichen stehen gar nicht mal so schlecht. 2011 bekam Michelle für ihre Rolle im Film Keine Angst sogar den Grimme-Preis. Jetzt also die erste Hauptrolle. Können wir uns jemals sicher sein, wer wir wirklich sind? Wir sind nichts Unabänderliches, Festes. Wir kommen mit einem anderen Menschen in Berührung und dieser Mensch schlägt in uns einen ganz bestimmten Ton an. Ich glaube, der Film ist moralisch auf jeden Fall sehr wertvoll, weil die Figuren unmoralisch handeln. Und in dem Film geht es eben darum, den Mut zu haben, sich selbst zu finden. Und wir im Alltag begegnen uns immer wieder solche Spiele, so Machtspiele. Wir lassen uns auf Abhängigkeitsverhältnisse ein und geben uns selbst für Ideen, für die Liebe eines anderen Menschen auch auf, ein Stück weit. Und dass man das nicht aus den Augen verlieren darf und immer die Verbindung zu sich selbst auch bewahren sollte und immer gucken sollte, ja, ist es eigentlich gerade eine Situation, die ich mit mir vertreten kann? All das ist sehr wichtig, dass man eben auch weiß, dass man sich selbst einfach am nächsten ist. Im Film Spieltrieb spielt sie dabei die 15-jährige Ada, Typ Außenseiterin, die lieber ihren ganz eigenen Weg geht. Eine Rolle, die auf den ersten Blick eigentlich überhaupt nicht dem Naturell von Michelle entspricht. Zunächst habe ich erst am Anfang gedacht, dass es überhaupt gar keine Parallelen zu mir und Ada gibt. Ich habe einen großen Respekt vor diesem Mädchen gehabt, als ich das Buch gelesen hatte, weil ich sie bewundere für den Mut, den sie hat, sich ganz klar dann abzugrenzen von Menschen, mit denen sie sich einfach nicht identifizieren kann und nicht sich verstellt, sondern lieber den Weg der Einsamkeit sucht und einfach darauf wartet, dass es eine bessere Zeit wird schon kommen. Aber je länger ich mich dann mit ihr beschäftigt habe und je länger wir auch über die Rolle gesprochen haben, desto mehr habe ich gemerkt, dass eben diese Lust zu leben und dieses Rausgehen und dieses Warten auf was da alles auch noch kommen kann und kommen mag, das alles, das teile ich mit ihr und ja, das war gut. Ab Donnerstag ist die Jungschauspielerin dann deutschlandweit in den Kinos zu sehen. Und wer weiß, vielleicht ist das nur der Anfang einer großen Schauspielkarriere. Wir werden Gestalter dieser Welt. Der Mensch, unsere Spielfigur. Was wollt ihr von mir? Spiel mit uns.